So, ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich melde mich jetzt nach langem mal wieder. Dieses Mal wieder bei Tram Sim, wobei es trifft es immer wirklich. Ich meine, mittlerweile habe ich einen U-Bahn-Wagen, großen Teil vom Londoner Netz. Aber darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es um eine südenglische, in Anführungszeichen, Regionalbahnstrecke gehen. Auf der alte London Underground 1938 Tube Stock Wagen fahren. Als British Rail Class 483. Also 483. Nämlich um die Isle of Wight Island Line. Ja. Ich würde sagen, bereiten wir den Zug mal vor. Ich sitze schon drinnen. Ich drehe nur noch ein bisschen lauter. So, jetzt hört ihr es auf jeden Fall. Man hört die Umwelt ein bisschen. Dann drehe ich mal den Führerstand auf. Der Zug wird mit Unterstrom betrieben, daher kann ich mir den Stromabnehmer sparen. Führerstand aktiviert. Genau, Führerstand aktiviert. Einmal hupen. Wow, laut. Hei, hei. Bisschen leiser. So schon besser. Dann die Lichter aufdrehen. Den Richtungsschalter nach vor. Die Klimaanlage aktivieren, die hat der Zug eigentlich nicht, also eigentlich was eine Lüftung, wenn überhaupt, wobei er wird modernisiert, nicht. Ich glaube, er hat sogar eine. Ach, egal, ich bin mir nicht sicher. Sagt schon ruhig, ich weiß, ich habe selber kaum eine Ahnung von dem Zug, den ich fahre, ja. Keine Sorge, ich weiß es. Bremsen lösen, wie man gerade gehört hat. Türen schließen, da kommt jetzt eine Ansage. Oder auch nicht. Ah, die Ansage kommt nur beim Türen Öffnen. geschlossen. Okay, machen wir die Türen halt nochmal auf. This is Rye Pierhead. This train terminates here. Türen This is an Isle of geöffnet. Wight Island Line train to Shanklin. Genau. Der Zug endet hier, weil ich meine, ich bin sozusagen hier angekommen. Also jetzt nicht wirklich, ich bin noch nicht gefahren jetzt mit dem. Ich kenne ihn zwar schon, aber ich bin jetzt noch nicht mit ihm gefahren. Aber ja, ich mach mal zu. Türen geschlossen. Sämtliche Angaben von den Geschwindigkeiten und so sind übrigens in kmh, aber umgerechnet von den Angaben in Meilen, weil es 5, einfach 10, 5, einfacher zu 2, rechnen ist. 25, 20. Ich habe gerade die AFB eingestellt. Ich weiß nicht, ob der Zug die hat. Ich habe sie halt mal genommen. Ich meine, ist praktisch zum Fahren. Die ist jetzt schon gestellt. Jetzt ist der Scheibenwischer mal kurz an. Aber dadurch, dass es nicht regnet, kann ich ihn abdrehen. Dann mal kurz hupen. Und AFB einschalten. Dann wird er gleich hochbeschleunigen. Die erlaubte Genau, man hört ihn schon. Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 Kilometer pro Stunde. Auf 25 sogar. 25. Genau. Das Geräusch ist charakteristisch für die. Jetzt sind die Relais gerade zurückgefallen. Mit anderen Worten, die Fahrstufe wurde auf 0 gestellt. Da hat es eben so Die gekracht, erlaubte wenn der Strom Fahrgeschwindigkeit beträgt fällt. 50 Kilometer pro Stunde. 50. AFB deaktiviert. Ich drehe die AFB kurz ab, während ich hochschalte. 50. Und jetzt drehe ich sie wieder auf. Ihr werdet unter Umständen ein Klackern hören. Ich gehe mal mit dem Handy ein bisschen näher hin. Ich nehme immer noch mit dem Handy auf. Vielleicht hört es jetzt gleich. aktiviert. Jetzt. Keine Ahnung, wie gut man es gehört hat. So ein leises Klackern, das ist das Schaltwerk, wenn es hochschaltet. Und eben jetzt schaltet es gleich runter. Nämlich genau jetzt. Ja, jetzt fahren wir da so dahin. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 72 Kilometer pro Stunde. AFB 72 aktiviert. Kilometer pro Stunde. 72. AFB aktiviert. Wieder das Klackern und er schaltet wieder hoch. Das ist übrigens das Höchsttempo auf der Route und auch von dem Fahrzeug. Man hört die Schienenstöße. Die klingen schon gut, finde ich, bei dem.
Ich bin ja schon gespannt, ob wir jetzt die ganze Strecke abfahren. Ich meine, sie ist nicht so lang, ungefähr 13 Kilometer. Könnt ihr euch vorstellen, wie schnell wir da hier sind? Jetzt bremsen. Bremse angezogen. Genau, und der bremst schon runter. Schauen wir mal, ich hoffe, ich habe das jetzt gut hingekriegt. Ich muss nämlich immer kurz nach der Ansage die Bremse ziehen. Die Weiche bei der Einfahrt. Schau mal. 15 Kilometer pro Stunde. Ja, es könnte sich ausgehen. Wow, auf 0 angehalten und immer kurz hinter 0 beginnt die Station. Also ja, halt kurz aufschalten. Und wieder angehalten. Das ist der Ton für die Haltestelle. Ich mach mal auf, dann hört er endlich auf. Türen öffnen. Ah, ich habe 56% Score. Das ist eigentlich ganz gut sogar. Wieder Türen schließen. Türen geschlossen. AFB rein. Und er beschleunigt schon von selber auf High Speed. Oder High Speed ist relativ, aber Top Speed halt. Ja, mein schnellster Zug, den ich bisher nachgebaut habe. Also, die schnellste Strecke ist derzeit 160. Und die schnellste Lok sind 230, die ich gebaut habe. Aber wie gesagt, die kann sie halt nirgends ausfahren. Ich meine, wie ich gerade gesagt habe, die schnellste Streckengeschwindigkeit, die man bei mir bisher fahren kann, sind 160. Aber ich meine, kann ich ja nichts für, wenn der ÖBB Taurus 230 Sachen fahren kann. Das ist dann halt so. Nee, ich werde dem auch noch irgendwann eine Strecke bauen. Aber ich habe mir vorgenommen, beim Nahverkehr zu bleiben. Deswegen fallen die ganzen Fernverkehrsstrecken in Österreich und Deutschland natürlich komplett weg. Stichwort Westbahn und ja, das ganze Zeug halt. Naja, wer weiß. Das macht ja schon Spaß, irgendwie so fahren. Dann hört man immer mal wieder die Kurven. Ja, dann lasse ich euch mal den Sound ein bisschen genießen. Okay, 1100 Meter noch zur nächsten Station. 8. Und wir haben 8 Bar, also es dauert ein bisschen, bis der Kompressor wiederkommt. Gut, man hört ihn eh kaum, er ist sehr leise. Deswegen. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Ich drehe mal die Lüftung ab, beziehungsweise Klimaanlage, ich habe es immer noch falsch benannt. Jetzt hört ihr mal nur das Rollen. Genau, jetzt hat er gerade wieder ein bisschen beschleunigt. Wie gesagt, ich habe die AFB an und immer wenn wir 2 km/h unter der eigentlich vorgesehenen Geschwindigkeit bleiben, also sind, oder 2 km/h drüber, dann wird er mich automatisch abbremsen bzw. beschleunigen. AFB deaktiviert. Jetzt kommen wir zu St. John's Road. Bremse angezogen. Und beim Bremseanziehen deaktiviert er eben immer gleichzeitig die AFB, weil mich die sonst trotz angezogener Bremse versuchen würde weiter zu beschleunigen. Deswegen. Das habe ich eingestellt. Ich kann natürlich auch einfach selber davor die AFB deaktivieren, aber es ist ein bisschen mühsam. Deswegen. Lass mal ihn jetzt einfach mal abbremsen. Geht sich das? Mist. Ich bin durchgerutscht. Ah. Asche über mein Haupt. Bremsen gelöst. Naja. Okay. Ja, wenn ich durchgerutscht bin, kann ich die Türen nicht mehr aufmachen. Das ist so eine Sicherheit, die ich für mich selber eingebaut habe. Ich kann sie auch nur öffnen, wenn ich stehe. Weil ich das manchmal gern mache, dass ich einfach anhalte und wenn ich so 3 km/h habe oder so, dann die Taste zum Türen öffnen schon gedrückt halt. Damit die Türen sofort aufgehen, sobald ich stehe. Das mache ich speziell dann, wenn ich zu spät dran bin. Ich habe nämlich eine Strecke, da gibt es sogar einen Fahrplan. Eine einzige bisher. Großartig. Naja, besser eine als keine. Aber ja, jetzt beschleunige ich eben gerade wieder. 2158. Ah. Ja, ziemlich weit jetzt zur nächsten Haltestelle. Aber naja, es geht.
Genau, jetzt haben wir wieder das Höchsttempo erreicht. Und bei der nächsten kriege ich das Halten wieder hin. Hoffe ich. Ich meine, es wäre jetzt echt peinlich. Aber gut. Nur mal so eine Frage. Welche Fahrzeuge würdet ihr eigentlich gern sehen? Also, ich kann euch mal sagen, was ich so habe. Ich habe zwei verschiedene Citaro. Also von den Bussen habe ich zwei Citaro. Dann einmal den Citaro G, also die Gelenkvariante. Dann einen Elektrobus aus Wien. Dann ein TFL, also Transport for London. Enviro 400H, also den Doppeldecker-Hybrid, den neuen. Von den Straßenbahnen habe ich einen Ulf, den kennt ihr, glaube ich. Dann ein E1 von den Wiener Linien, also Ulf halt auch von Wiener Linien, klar. Und dann habe ich von den TTC, also Toronto Transit Commission, noch den Flexity Outlook. Und von den BVG, also Berliner Verkehrsgesellschaft, noch den Flexity Berlin. Und von den U-Bahnen, fangen wir mal mit New York an. Da habe ich den R160 A und B. Und zum Fahren habe ich die Linien F und Z. Und von Toronto habe ich den TTC S von der Line 3, also Scarborough Line. Und den TTC Toronto Rocket oder TR. So, jetzt kriege ich das Bremsen wieder hin. Jetzt kann ich weiterreden. Das macht er nämlich von selber, das Anhalten. Also, das Bremsen. Muss nur schauen, dass ich dann in den Haltebereich komme. Aber ja, gut, egal. Jedenfalls, da habe ich eben den TTC S für die Line 3, also Scarborough, und den TTC Toronto Rocket oder TR. Das ist der moderne. Gehört zur Bombardier Movia Familie. Und genau, das war schon mit der U-Bahn in Toronto. Dann habe ich von der. Ah, kurz vorm Halt wieder. Von der U-Bahn in London habe ich dann. Den, ich zähle sie mal rein darauf: 1972 von der Bakerloo, 1973 von der Piccadilly, 1992 von der Central und Waterloo and City, 1995 von der Northern, 2009 von der Victoria, der automatisch betriebene ist das. Und dann habe ich noch den S7 bzw. S8 Stock, also eigentlich einfach nur S, von Circle, Hammersmith and City, Metropolitan und District Line. Genau. Also bei London im Prinzip die einzige Subway, was für Subway, Underground Line, die mir fehlt, ist die Jubilee Line. Und dann habe ich noch, kommen wir zur S-Bahn, fangen wir mit der London Overground an. Habe ich die Class 315 für eine der Lee Valley Lines und die Romford Upminster Line. Und dann habe ich die Class 378. Und für die restlichen London Overground Lines, da habe ich schon nachgebaut, die West London, South London, Watford DC und Gospel Oak to Barking, also Goblin. Das heißt nicht Kobolde bei Harry Potter im Original. Also ja, hat irgendwie was. Genau. Dann habe ich von Toronto, von den GO Trains, die MPI, MP Express, MP40PH-3C. Langer Name, ich weiß. Großdiesellok. Relativ modern, 2007 war Baubeginn. Genau, und die fahren eben mit den Bombardier B-Level. Double Deck Cars. Und dann habe ich noch. Ah, übrigens, bei der MP40PH-3C. Für alle, die durch Zufall Trains of World kennen, spezielle Grüße da an einen meiner Zuschauer. Ich weiß, dass du die Lok letztens dir beschafft hast. Sie ist verwandt mit der MP36 PA3C. Sie ist nämlich einfach nur die größere und modernere. Deswegen, ein größerer Unterschied ist nicht wirklich. Eigentlich ist so gut wie gar keine in der Bauform. Nur eben so Kleinigkeiten von technischer Seite her, Stichwort Motor und so. Aber wie gesagt, sonst eigentlich nicht. Und genau, das ist von den GO Trains. Da habe ich dann auch eine Linie. Nee, nicht eine, zwei Linien.
Und dann habe ich noch von Österreich, beziehungsweise halt Wien, die ÖBB werde ich jetzt nicht mehr dazu sagen bei den folgenden Reihen, die 1116 oder Eurosprinter, beziehungsweise Taurus. Dann die 4020, das ist so der typische Wiener S-Bahn-Triebwagen, der alte, blau-weiß, kennt ihr sicher von den Videos. Und 4024 oder auch Bombardier Talent 1 Electric. Dann 4744 bzw. 4746 oder Siemens Desiro Mainline oder halt ML. Dann 8073 oder City Shuttle Steuerwagen. Und 8633, das ist der Wiesel Steuerwagen, also vom Doppeldecker. Und ja, wie gesagt, dann eben hier noch die Class 483 auf der Isle of Wight Island Line. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich denke das kurz nochmal alles durch, ob ich die alle erwähnt habe. Ja, aber nee, ich habe sie alle erwähnt sogar. Also, wie gesagt, das habe ich. Wenn ihr da mal was Spezielles hören wollt davon, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Nach Möglichkeit werde ich es dann machen. Ich werde nicht so viel Zeit haben jetzt in Zukunft. Aber naja, man kann es ja trotzdem probieren. Und eben. Jetzt fahren wir da so dahin, schauen wir, wie viel wir schon gefahren sind. 8081 Meter gefahren. Genau, es ist nicht mehr so weit. Aber gut, ich glaube, ich nehme auch schon fast 20 Minuten auf. Also das Let's Play wird eh wieder lang. Na, ist eh schön. Ja. Naja, ich habe vor, demnächst den Flexity Wien nachzubauen. Ich bin ja in Wien daheim, deswegen bietet sich das irgendwie an. Ich habe noch nicht mal eine Wiener U-Bahn nachgebaut. Gut, das liegt halt daran, dass der Sound von den Fahrzeugen so kompliziert ist und ich mir das bisher noch nicht angetan habe. Wenn da irgendwer gute Aufnahmen hat von Wiener U-Bahn-Wagen oder Wagen, die ähnlich klingen aus anderen Städten, bitte sagt es mir. Oder wenn ihr irgendein Video kennt, wo es einen guten Sound gibt, weil ich habe den Sound noch von keinem U-Bahn-Triebwagen gut hingekriegt, weil mir einfach die Aufnahmen fehlen. Und ich selber hatte bisher leider selten das Pech, in einem Zug zu sitzen, der dafür gut gepasst hat, also von der Lautstärke her und vom Platz her, wo ich saß und dass es leer war und so. Deswegen, es war leider erst nur ganz selten. Da habe ich dann zwar eh immer aufgenommen, aber ich habe die Sounds trotzdem nicht so gut zusammenschneiden können meistens. Deswegen, also wenn da irgendwer was hat oder weiß oder so oder eine Idee hat, wo ich was finden könnte, dann sagt es mir bitte, beziehungsweise schreibt es mir in den Kommentar im Idealfall. Das wäre überhaupt am besten. Und sonst schauen wir mal, wohin es noch so geht. Ich war schon in relativ vielen Ländern. Deswegen, ich habe eigentlich mehr als genug Fahrzeuge, die ich nachbauen könnte, wenn ich denn wollen würde. Ich könnte zum Beispiel von der Metro Paris was nachbauen, aber es zieht mich irgendwie nicht so an, die Wagen. Die, keine Ahnung, gefallen mir nicht so. Oder von New York könnte ich noch ein bisschen was bauen. Ah, das könnte ich wirklich machen, ne? Das stimmt schon. Beispielsweise Long Island Railroad oder so. Ah, ja, nächster Halt. Nach dem kommen noch zwei Stationen. Also nach dem, wo ich jetzt stehen bleibe und hoffentlich nicht durchrutsche, nämlich Lake und dann Shanklin, das ist der letzte Halt. Und dann sind wir schon am Ende. Ja. Na, Züge nachbauen ist hier wieder ein anderes Kapitel. Ich meine, ich kenne viele Metrosysteme. Also wenn ihr eine Idee habt, welchen Zug ich mal nachbauen könnte, könnt ihr mir das auch gern sagen. Ich werde dann schauen, was ich da arrangieren kann diesbezüglich. Dadurch, dass ich eben viele Systeme kenne und viele Metros halt doch ähnlich sind, beziehungsweise Metrozüge und so. Aber ich baue eigentlich nur was nach, was ich kenne. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich eine Ausnahme davon habe. Ja, den R160B von New York. In dem bin ich tatsächlich nicht gefahren. Aber ich bin im 160A gefahren. Deswegen sind vom Sound her zwar unterschiedlich, aber von der Fahrphysik her eigentlich das gleiche. Und sonst. Gut, 315 und hier die 483 war ich auch nicht. Aber ich bin mal im 1938 Stock gestanden. Und der 1972er ist immer noch ein Verwandter von dem. Deswegen konnte ich den relativ gut nachbauen. Und ja, sonst war ich bei den Fahrzeugen schon
bei allen, ja. Ja, stimmt schon, sonst war ich bei allen. Genau. Beziehungsweise bin ich schon mit allen mitgefahren. Deswegen. Ja. 1303. Die Station, das ist kürzer der Stationsabstand, es kommt jetzt eben Lake. Ja, na, bei London mag ich die Jubilee Line noch nachbauen und irgendwann mal die restlichen Overground Lines. Schau mal, inwiefern ich dazu komme. Ich muss noch die ganzen Streckendaten schreiben, das ist das Mühsamste dran. Die Ansagen und so habe ich schon. Die Ansagen sind übrigens größtenteils von TTS-Stämmen bei den Londoner. Dingern. Nur bei der Waterloo and City habe ich die wirklichen Ansagen. Bei den anderen habe ich sie alle von TTS-Stämmen, die ähnlich klingen, weil ich leider die wirklich, also die richtigen Ansagen nicht gefunden habe. Deswegen. Bei der Straßenbahn von Wien, also bei Ulf und E1, habe ich leider auch nur bei TTS. Genauso wie in Toronto. Ach, ich zähle vielleicht einfach besser auf, wo ich die wirklichen habe. Das ist nämlich bei der Subway Toronto, bei den Linien 1 und 4, also beim Toronto Rocket. Dann bei sämtlichen ÖBB-Strecken. Beziehungsweise bei einer habe ich die Ansagen von einer TTS-Stimme, weil die da von einem Schaffner gesprochen werden im City-Shuttle-Steuerwagen. Ah, ich stehe schon wieder. Naja. Jedenfalls beim einen habe ich sie von TTS, aber das ist in Wirklichkeit auch so. Und dann habe ich noch vom 2A und vom 80A von den General Buslinien die wirklichen von Berlin. Da habe ich den M4 nachgebaut, die Linie. Da habe ich auch die richtigen. Und in New York auch, habe ich auch die richtigen. Bei der London Overground auch nicht, da habe ich auch nur ähnliche. Aber sie tun es auch und ich meine, ich bin zufrieden. Mir muss ja gefallen. Insofern. Naja. Hat schon was, die Beschleunigung. Der Motor ist relativ leise, aber es ist in Realität auch in dem Wagen. Deswegen. Aber es ist noch dieser alte Taz-Lager. 1502. Genau, jetzt sind wir schon wieder fast da. Nächste Station ist Shanklin, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist unser letzter Halt. Ja. Und dann ist dieses Let's Play um. Hören wir uns den Sound nochmal an. Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km pro Stunde in 200 Metern voraus. AF-Bilder aktiviert. Bremse angezogen. AFB runterschalten. Ich bremse gerade manuell, 52. Weil ich da einfach schneller unten bin, vom Tempo her. 43. 40 Kilo. 40, AFB wieder dazu. Ich muss zwar eh gleich weiter bremsen noch, aber ja, es lohnt sich. Die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 Kilometer pro Stunde. Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 Kilometer pro Stunde in 200 Metern voraus. 30. 25. So, jetzt habe ich die AFB auf 25 runtergestellt. The next station is Shanklin. This train terminates here.
Genau. 189. Dann muss ich jetzt schauen, wie ich abbremse. 153. Weil ich eben so langsam bin, wenn ich dann nach der Ansage gebremst hätte, dann würde ich irgendwo im Feld stehen. 106. Aber ja, deswegen bremse ich jetzt manuell. Fahrgeschwindigkeit beträgt 25 Kilometer pro Stunde. Ja, ich habe eh schon nur noch 25, da soll man sich nicht beschweren. 28. Naja. AFB deaktiviert. Jetzt fahre ich das alles manuell, ohne AFB. Genau, jetzt noch knapp eine Zuglänge war es eben. 30. 20. Eine Wagenlänge.